So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Letztes Mal ist eigentlich egal, was passiert ist, aber ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, dass ich ein Level übersehen habe in meiner Liste. Und zwar von Chosen, das Evelyn-Level. Ich weiß nicht, was passiert ist, warum ich das nicht gesehen habe. Aber wir gucken es uns mal an. Also, ich habe es legit komplett übersehen, so ist es. Ist mir erst über die Kommentare dann auch bewusst geworden. So, okay, Level suchen. Mal schauen, ob noch andere Sachen neu sind. Hä? Aber war das schon da? Das ist jetzt da oben. Also habe ich das auf dem Weg hier übersehen oder hat das jetzt reuploadet und es war weiter unten vorher? Ich bin komplett verwirrt. Nee, das. Hä? Egal. Wo ist das andere von Chosen, was wir gespielt haben? Propeller Power Panic, genau, das haben wir gespielt. 22.10. Und das Evelyn-Ding ist 29. Hä? Das muss. Habe ich das gar nicht übersehen und ihr habt das nur so formuliert. Ich hab keine Ahnung. Egal, wir gucken uns das Evelyn-Level an. Minimale Änderung. Ach so, dann war das da. Dann war das da und er hat es reuploadet. Wie 7 Sekunden? Was? 1,13, 1 von 88, aber 7 Sekunden. Hä? Was ist das? Was hast du gebaut, Chosen? Yo! Wow. Okay, dann muss ich da. Muss ich da rein, wo der Goomba rauskommt, vielleicht? Oder gar nicht, und es geht hier weiter. Das kann natürlich auch sein. Wow, Chosen. Okay, wir gehen einfach mal hier weiter. Ja, so nicht. Aber ich habe halt keine Zeit. Oh Gott. Ich habe keine Zeit, über irgendwas nachzudenken. Wo soll ich hin? Hilfe. Okay, wir versuchen mal einen größeren Sprung zu machen. Ja, okay. Und dann noch über die Goombas. Okay. Das könnte funktionieren. Jo, was zur Hölle? Okay. Also muss ich das sogar so, aber wie soll ich, hä? Wie soll ich da jetzt zum Ziel? Wenn ich nicht Propeller mal oder so bekomme, dann wird es. Hä? Oh mein Gott. Ah, ich muss zweimal twirlen, sonst komme ich da nicht rüber. Ne, dreimal und dann aber stoppen. Oh mein Gott.
Wie ist das denn gedacht? Vor allem. Aber hier ist nichts, was mir hilft. Am Wait, ich kann hier aber auch durch. Nee, hier komme ich ja nicht rein. Ich kann hier aber hoch. Ich kann in die Röhre da. Vielleicht ist. Aber warum ist die Zeit so knapp? Ich habe keine Erkundungsmöglichkeit. Okay. Ich will mal in die Röhre da oben rein. Ich glaube, das geht. Ich weiß es nicht. Aber ich habe nicht gesehen, ob über dem Ziel eine Röhre ist. Ach! Ah, mein Mikrofon, ich hasse das! Blödes Scheißkabel da. So, Entschuldigung. Hasse das, wenn ich hängen bleibe. Oh mein Gott, ich kam einmal durch, jetzt komme ich nicht mehr durch. Lass mich doch erkunden, Chosen. Lass mich doch erkunden. Warum? Ah! Warum das Zeitlimit? So bin ich in Hektik. Ah. So bin ich in der dauernden Hektik und komme hier nicht durch vernünftig. Alter, ist es denn zu fassen? Okay, wir lassen das in der Röhre. Wie mache ich? Ich bin einmal, ich habe beides jetzt einmal geschafft und ich krieg's nicht mehr hin. Gibt's doch nicht. Ey, wie habe ich das gemacht, dazwischen zu landen? Ja, so wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich so. Ey! Ich krieg's nicht mehr hin. Ich krieg's einfach nicht mehr hin. Ich krieg's nicht mehr hin. Sag mal. Nee, zweimal twirlen reicht nicht. Kann ich machen, was ich will. Ich muss dreimal twirlen und dann halt auf dieser Box landen. Das habe ich ja auch geschafft auf Anhieb vorhin. Und jetzt... Ah. Oh. Geht das wenigstens? Das geht auch nicht. Wenn ich knapper abspringe, geht's dann vielleicht? Ich brauche irgendwas, was konstant funktioniert. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Nee, es... Ja, Alter. Ich krieg's nicht hin. Ich hatte... Das ist ja das Verrückte. Ich hatte es ja. Ich war ja da drüben. Wieso geht's jetzt nicht mehr? Oh. Wieso funktionieren Dinge nur einmal und dann nie wieder, wenn man sie nochmal braucht? Jetzt hätte übrigens zweimal Twirlen gereicht. Was zur Hölle?
Ja, so wahrscheinlich. Okay, okay, okay. Zweimal twirlen reicht, wenn ich langsam twirle. Ja, zweimal twirlen reicht, okay. Mein Gott, ey. Aber wie komme ich dann zum Ziel? So, ich war ja vorhin viel zu niedrig. Das hat man ja gesehen. Alter. Okay, und jetzt? Was macht... Wie? Oh, no. Wie? Oh, no. Wie? Wie geht's dann weiter? Was muss ich tun? Oh, no. Was muss ich tun? Ich versteh's nicht. Oh, no. Oh, no. Ist wirklich einfach nur gezieltes Twirlen weiter die Lösung oder gibt es einen versteckten Block da? Oh, no. Ach, Joseph, ey, was baust du denn da wieder für Zeug? Oh, no. Wenn du schon eine Vierjährige imitieren willst, die ein Level baut, dann bau es auch so, dass es so wirkt. Ah. Das ist viel zu eindeutig, dass es nicht von einer Vierjährigen ist. Außer du hast es danach gespielt, um es zu schaffen. Und die Vierjährige baut es und Chosen spielt es dann, damit es hochgeladen werden kann. Ah. Einmal in 50 Jahren kommen wir da hinten auf die andere Box. Es gibt's doch nicht. Und ich spiele das gerade anstatt Hyrule Warriors. Bin ich eigentlich komplett bescheuert? Gibt's da jetzt eine Röhre über dem Ziel irgendwie? Nein.
Da muss doch irgendwas Verstecktes sein. Das funktioniert doch sonst nicht. Ich komme doch von diesem Teil aus, von diesem Block aus, nicht mit einem Sprung bis zum Ziel hin. Das erzählt mir doch keiner. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Können wir wieder rauszoomen? Hallo? Danke. Lul. Bad. Was meint er mit bad? Hat er den versteckten Block entdeckt? Wo ist der Kommentar? Ist er im Level oder ist er nach dem Level geschrieben worden? Ich suche jetzt einen Stern. Irgendwo muss es einen Stern... Es gibt bestimmt einen Sternblock oder irgend so einen Quatsch. Ich glaube nicht. Keine Ahnung. Ich glaub's nicht, nee. Ich wüsste nicht, wo er... Ach, das ist doch bescheuert. Aber wir haben es ja jetzt schon gesehen. Also hier kann es ja keine andere Röhre eigentlich geben. Wir haben zwar die da unten noch nicht ausprobiert. Ja, toll. Ja, toll. Ich werde es ja auch nicht ausprobieren können, weil die ganze Zeit... Ja, wow. Also das Ding ist halt... Oh no. Wenn ich von da... Vielleicht mache ich da keinen Dreisprung. Vielleicht mache ich da einen kleinen Sprung und dann von dem Block aus einen Doppelsprung. Irgendwie so. Und das reicht um zum Ziel. Das reicht nicht! Oh no. Nicht mal im Ansatz. Oh no. Das ist... Hier habe ich ausprobiert, ne? Da konnte man gar nicht rein in die Röhre. Glaubt, die hatte ich ausprobiert. Aber was will ich auch in der Röhre? Da ist ja nix. Da ist ja nix. Was will ich da? So, ist ja Schwachsinn. Aber in die, also in die Röhre da unten brauche ich gar nicht testen. Ich komme da gar nicht rein. Ich habe keine Chance, da reinzukommen. Sobald ich auf den Goomba springe, lande ich oben. Ne, das geht nicht. Nee, brauche ich gar nicht testen. Also die Zwischenwelt ist doch kompletter Müll. Und hier ist... Irgendwas muss da doch... Da muss irgendwas sein. Irgendwas muss da sein, dass es funktioniert. So geht der Sprung nicht. Ich wüsste nicht, wie der Sprung so gehen soll. So, ist hier irgendwas? Ja, super. Außer der Tod. Da ist auch nix. Ist mein Skill einfach nicht hoch genug, um den Sprung zu schaffen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der so geht. Also beim besten Willen kann ich mir diesen Sprung einfach nicht vorstellen. Guck mal, das, ich kann doch nicht noch besser twirlen. So, was zur Hölle? Vielleicht geht das so, keine Ahnung. Ich bin raus. Ich bin raus. Das war das merkwürdige Evelyn-Level. Das. Ich hab keine Ahnung. Alter, das ist ja. Also, nee. Ich.
Ich glaube, das hatten wir schon mal gespielt, ne? Der ist am Reuploaden, der Typ. Der Typ ist am Reuploaden. Oh, was war das denn für ein Level? Nee, das kennen wir nicht. Okay, das probieren wir mal aus. Das kenne ich noch gar nicht. Das hat nicht funktioniert. Ja, lol. Aber man kommt halt zum Checkpoint auch, wenn man es nicht richtig macht. Okay. Okay. Nope. Das war nicht so gut. Aber verstanden. Das dürfte nicht so schwierig sein. Zumindest einfach ist der Quatsch von Chosen gerade. Cool. Okay. Ja, perfekt. Easy. Ja, easy. Okay. Na, immerhin haben wir mal was geschafft heute. Hey. Was ein komischer Part, ey. Keine Ahnung. Okay, vor allem waren das jetzt halt 20 Minuten einfach komplette... Hä, haben wir das nicht auch? Ich raff nix mehr. Das haben wir doch gespielt, den Karamell-Dance. Ist es schon wieder ein Reupload? Remake Version 2, ja. Ja, dann tanzen wir halt nochmal den Karamell-Dance. Ist ein cooles Lied. Aber wieso, was war denn da jetzt wieder nicht richtig? Wow. Das hat nicht hingehauen. Wow, das lief besser als beim ersten Mal. Hat er irgendwas verändert, dass es... Weil damals bin ich an ein paar Stellen öfter gestorben, das weiß ich noch. Aber gut, wie auch immer. So. Okay, in der Liste habe ich jetzt erstmal nichts mehr, was ich spielen möchte zumindest.
So. Schauen wir uns einfach irgendwelche Mistlevel an. Es kann alles nur besser sein als das, was Chosen gebaut hat. Holy shit. Erklär mir bitte, wie man das Level lösen kann, Chosen. Habe ich es richtig gemacht und bin einfach zu schlecht? Oder wo ist mein Problem? Oh, lol. Oh, lol. Okay. Easy. Kriegt aber kein Like. Okay, aber wir holen uns den ganz kurz, holen wir uns den Weltrekord für einen ganz kurzen Moment. Ah, zu. Okay, ich verstehe. Ich darf nicht sofort. Das dauert ein bisschen, bis die Kugel dagegen rennt. No. Ah, das reicht nicht. Ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube, das reicht nicht. Nicht sicher. Aber ich glaube, das reicht nicht. Ah. Der ist vielleicht doch schon ganz gut. Ich habe da nicht so richtig hingeguckt, wie das mit den Paus funktioniert. Der Sprung da hilft mir. Das Sprungding hilft mir. Hat das gereicht? Yes. Gut. Kupo. 6 Sekunden. Bosskampf. Wir springen einmal über Bowser und gehen in die Axt rein. Nice. Sehr vielversprechend auf jeden Fall, diese Level. Ich habe nicht genau hingeguckt, was ist passiert. Ich wollte den auf, ich will den nicht in die Hand, ich will den unter mir. Genauso. Hä, wie hat das jemand in 6 Sekunden geschafft? Was? Habe ich nicht richtig hingeguckt? Ich habe nicht richtig hingeguckt, ne? Ach so. Ja, wow. Aber 6 Sekunden, okay. Challenge accepted, würde ich sagen. Ja, 6 Sekunden. Ja, so nicht. Der setzt ihn halt nicht auf. Der setzt ihn halt nicht unter. Wow. Aber jetzt wären ja die 6 Sekunden schon rum. So, ich muss ja wirklich einfach durchrennen. Hä? LOL! LOL, okay. Wie habe ich denn das jetzt geschafft? Ja, das war nicht, was ich wollte. Aber wie geht das in 6 Sekunden? Wie schnell musst du da durchrennen? Das ist ja komplett verrückt. Ist hier vielleicht ein... God dang it. Ist hier vielleicht ein Stern drin? Da ist gar nichts drin.
Wie geht das in 6 Sekunden? Jetzt habe ich schon wieder den Quatsch gemacht. Was zur Hölle? Wie lande ich denn in diesem Ding da drin? Will ich doch gar nicht. Nee, ich bin zu blöd dafür. Ich bin einfach legit zu blöd dafür. So, schneller als das wird's nicht. Ja, okay, das sind die 6. Ja, okay, das sind die 6 Sekunden. I see. Okay. Ah, war zu langsam. Das ist schon wieder ziemlich stark optimiert, ne? Wenn ich mir das so angucke. Eieiei. Ich darf halt hier kaum bremsen. Ich muss den direkt aufsetzen und dann damit einfach hier durch. Super. Genau so. Schneller wird's nicht. Wenn's das nicht ist, lasse ich's gehen. Ja, alles klar, ciao. Gegeneinander. 6 Sekunden. Wahrscheinlich. Das hat den Tag ge... Das hat überhaupt keinen Tag verdient, außer Müll. Das hat den Tag Müll verdient. Kompletter Müll. Lolo. Uno Mars, Troll Potential. Okay, das gucken wir uns an. Okay. Das geht nur, wenn ich die Blume habe, oder was? Okay, kriegen wir den Rekord? Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist schon optimiert.
Schneller geht's nicht. Wenn's das nicht ist, geht's nicht. Okay, das ist es aber auch nicht. Egal. Aber das ist interessant. Ist das jetzt irgendwie plötzlich niedriger, das Ding, aus irgendeinem Grund oder so? Man weiß es nicht. Sick. Ah, ich hab's nicht geliked. Ich hätte es liken wollen. Naja, zu spät. The Easy Balloon Game. Go Balloon Go. Hallo? Ah ja. Wow. Why? Okay, es war jetzt kein Boo-Level, aber ist jetzt auch nichts. Nichts Sensationelles. Aber was erwarte ich eigentlich unter vielversprechend? Dass da vielversprechende Level sind? Nee. Koopa Kids All Attack. Okay. Koopa Kids All Attack. Gegeneinander-Tag. Hat das Ding den Gegeneinander-Tag verdient? Wir werden sehen. Ein einziger kriegt eine Blume. Und dann wird gekämpft. Ja, voll gegeneinander auf jeden Fall. Ich fühle das Gegeneinander so richtig. Wenn jetzt einfach alle Koopa Kids hier durchgezogen. Alter! Wow. Geil, wenn man von zwei Seiten beschossen wird. Wait. Die muss man halt gar nicht besiegen. Den dann schon wieder, ne? Ah ja! Ah ja! Ach so. Wie viele Schlüssel brauche ich am Ende jetzt? Wahrscheinlich einen, ne? Jo, wo willst du hin? Muss ich das jetzt kommentieren? Ich glaube nicht. Ich habe kein Buch vergeben. Scheiße. Habe ich vergessen. So, was ist das jetzt hier? Automatisch. Das war Mist. Ach, komm schon. Gibt's da nicht.
Ich glaube, der Sprung war schlecht. Ich habe gedacht, ich habe einen anderen Stern. Ja, ich habe gedacht, ich habe einen anderen Stern. Also nicht einen anderen Stern, sondern dass ich so twirlen kann, aber wir spielen ja 3D-Land. Da funktioniert das ja nicht so. Man wird da so ausgebremst von den anderen Power-Ups. Irgendwie mache ich den Sprung falsch. Was ist denn das? Ich werde da langsamer bei dem Sprung. Warum werde ich bei dem Sprung langsamer? Ist das die 3D-Land-Physik? Alter! Irgendwas bremst mich da. Ich habe keine Ahnung. Das ist die Physik, die ist so komisch. Ich muss ganz kurz vor der Röhre springen. Ich bin zu blöd. Ja, wahrscheinlich. War das jetzt schneller? Wahrscheinlich nicht. Ist egal, lassen wir den Quatsch. Lassen wir den Quatsch, hör mal auf damit. Und starten lieber in der nächsten Aufnahme in Hyrule Warriors rein. Das war ja hier, also das Chosen Level. Ich möchte mich dazu nicht mehr äußern. Ich weiß nicht, was das sollte. Aber gut. So. Nächstes Mal, also das nächste Video. Hyrule Warriors. Zeit der Verheerung. Ich bin gespannt. Ich habe noch kein einziges Hyrule Warriors, beziehungsweise von diesem Entwicklerspiel gespielt, die haben ja auch so andere Warriors-Spiele, ne? Die machen auch One Piece Warriors zum Beispiel, das ist immer gleich das Spielprinzip, nur halt immer so in einem anderen Universum. Okay, aber ich bin sehr gespannt, weil es wird um die Vorgeschichte gehen von Breath of the Wild und das ist dann schon ziemlich cool. Mal schauen, was sie sich da ausgedacht haben. Danke fürs Zuschauen und tschüss.